Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ganz wichtige Information für alle, die am kommenden Mittwoch um 19 Uhr den neuen Map Teaser für Season 15 nicht verpassen wollen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die zocken, das schon gemacht haben, aber einige haben zurzeit keinen Bock auf Apex, was ich völlig nachvollziehen kann, aber aktuell können wir im Crafter für 125 Crafting Metalle das goldene Ticket erwerben. Ganz, ganz wichtig. Dieses brauchen wir, um diesen Teaser am Mittwoch um 19 Uhr zu aktivieren. Da ich nicht hundertprozentig weiß, ob wir nach dem Teaser Mittwoch 19 Uhr dieses Ticket noch im Crafting, im Replikator finden können, rate ich euch dringlichst, wer darauf Bock hat, unbedingt noch einmal auf irgendeine Map zu springen. Soweit ich weiß, ist es in jedem Modus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es im Ranked auch funktioniert, aber im Pubs auf jeden Fall. Und ich gehe auch davon aus, dass es dort in jedem Replikator funktioniert. Und im Zweifel seht ihr ein goldenes Replikator-Icon über dem Replikator, um zu wissen, dass dort das goldene Ticket drin ist. So sieht das dann aus, wenn ihr das euch craftet. Und mit diesem goldenen Ticket kommt auch eine goldene Waffe. Meistens ist es eine Mosambik oder eine R99. Ganz wichtig, vergesst nicht, das Ticket einzusammeln. Nicht, dass ihr versehentlich nur die goldene Waffe einsammelt und das Ticket vergesst und denkt, ihr habt damit einfach alles getan. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer jetzt nicht wissen will, das ist zumindest meine Einschätzung, was mit diesem Teaser Mittwoch 19 Uhr passiert, der sollte jetzt wegschalten. Ansonsten gehe ich felsenfest davon aus, dass Folgendes passiert. Und zwar können wir nämlich dann am Mittwoch 19 Uhr gehen wir hier ganz normal auf unseren Auswahlmodus und wenn wir das Ticket eingesammelt haben, ist dieses hier schon mal freigeschaltet und hier steht Unlocked in 2 Days and 5 Hours. Also sprich heute Montag etwas über 13 Uhr. Am Mittwoch um 19 Uhr müsste der Teaser freigeschaltet sein. Was denke ich, was passiert? Ich weiß es natürlich nicht hundertprozentig, aber ich habe es vor einigen Wochen schon mal gezeigt. Ich blende es auch gerne nochmal ein, wer jetzt unbedingt Bock hat, schon zu wissen, was passiert. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach hier drauf gehen. Dann landen wir auf der Anchor Arena Map, laufen dort ein paar Meter, bis wir ein Flugschiff finden. Da gehen wir rein und dann werden wir auf die neue Map teleportiert. Das ist meine Meinung, dass das passiert. Und dann können wir einmal um die gesamte Map mit so einer Art Gondel, mit so einem Schienensystem um die neue Map fliegen. Wie gesagt, ich habe es hier verlinkt. Wer es nochmal sehen will, sollte sich das unbedingt angucken. Das soll wohl Mittwoch passieren. Also verpasst den Spaß nicht. Ich bin gespannt, ob es vielleicht doch ein komplett neuer Teaser ist, den wir noch nicht kennen, aber ich glaube es fast nicht. Okay, habt ihr Hype auf Season 15? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und das war es schon wieder von mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.